einem der über 50.000 Produkte von 3M haben vermutlich die meisten Menschen immer wieder einmal Kontakt. Ob Post-it-Haftnotizen, reflektierende Verkehrsschilder, Scotch-Klebeband oder Schleifpapier, 3M steckt in vielen Dingen des Alltags, auch wenn nicht immer 3M draufsteht. Der Multitechnologiekonzern, gegründet 1902 in Minnesota, USA, hat Niederlassungen in 70 Ländern, beschäftigt weltweit 89.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von 30,3 Milliarden US-Dollar weltweit. Neuss ist Hauptsitz für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im hiesigen Customer Technical Center, einem der größten 3M-Forschungslabore außerhalb der USA, forschen und entwickeln 360 Wissenschaftler und Techniker aus 17 Nationen für den internationalen Markt. In dem hochmodernen, 2015 eröffneten Inspiration Lab bekommen Kunden und Besucher einen Einblick in die Welt von 3M. Medizinische Produkte, wie unter anderem der Transparentverband Tegaderm, wurden in Neuss mitentwickelt. Tegaderm ermöglicht eine sichere Fixierung von intravenösen Zugängen sowie deren ständige Kontrolle. Zum medizinischen Produktportfolio von 3M gehören außerdem spezielle Wärmedecken. Sie verhindern während einer OP das Auskühlen des Patienten und damit verbundene mögliche Komplikationen. Hergestellt werden diese Produkte, neben vielen anderen, in Kamen bei Dortmund. Der Konzern investiert fortlaufend in den Standort Kamen. Erst 2014 wurde eine neue Produktionsanlage zur Herstellung von medizinischen Wärmedecken in Betrieb genommen. Bis 2017 entstehen hier außerdem zwei hochautomatisierte Fertigungsanlagen für die Tegaderm-Transparentverbände. Mit über 70 Millionen Euro ist das eine der größten Investitionen, die von 3M jemals in Deutschland realisiert wurde. Über 100 Millionen Euro wird 3M dann insgesamt in Kamen investiert haben. Ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung sind die gut ausgebildeten Mitarbeiter mit ihrer langjährigen Erfahrung, die gute logistische Lage im Zentrum unserer Märkte und die gute Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen. Der Spatenstich im Juni 2016 setzt den Startpunkt der Gebäudeerweiterung, die noch 2017 abgeschlossen sein soll. Damit setzt 3M sein Engagement in NRW auch in Zukunft langfristig fort. Mit 3M bekennt sich eines der führenden Unternehmen für Zukunftstechnologien der Welt zum Land Nordrhein-Westfalen. Das hohe Engagement des Konzerns würdigt das Land erneut mit dem NRW Invest Award 2016.